Hallo und herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Ich bin mal zu dieser Folge am Anfang mal zurück zum Schiff gegangen, denn ich hatte Edward vergessen. In der letzten Folge sind wir endlich richtiger Dämonier geworden. Das heißt, wir haben einen Rangaufstieg erhalten und das nach nur wie vielen Folgen? Eine? Ging auf jeden Fall ziemlich schnell, denn wir mussten nur ein paar Bücher beschaffen und jetzt sind wir hier mitten auf Taranis. Ach Quatsch, Taranis sag ich schon, auf Kalador und haben hier noch die ein oder andere Quest zu erledigen. Ich mach das mal gerade auf, die grünen Flammen zum Beispiel, wo wir Maul sammeln müssen. Was wir aber gleichzeitig machen können, wenn wir ein bisschen hier rum wandern. Denn wie sollen wir so auf die östliche Seite, können wir das direkt mitmachen. Und ich glaube, ich habe auch hier irgendwo Schatten der Vergangenheit. Nein. Achso, ja klar, Slains kuriose Truhe ist auch irgendwo hier auf Karte markieren. Wo ist denn die? Ah, die ist auf dem Weg zum Oststrand. Gut zu wissen. Und, auf den Spuren der Vergangenheit. Ich markiere mir das mal gerade. Achso, wir sind... Ach, da oben müsste ich hin. Okay. Dann markiere ich mir mal Slains Dings, damit ich das nicht vergesse. Und wir teleportieren uns einfach mal schnurstracks zu ihr hin, zu unserem Reiseziel. Ich kann es einfach nicht fassen, dass Kalador fast nur noch aus Ruinen besteht. Wo ist die großartige Zivilisation aus den Erzählungen? Tja, mein Freund, die musst du selber erfinden. Weil du musst sie dafür sorgen, dass sie wieder neu aufleben. So, hier soll irgendwo jetzt sein Familienschutz sein? Warte, hier ist es. Hier auf der Hochebene muss das Haus meines Großonkels Randolph sein. Folge mir. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo wir suchen müssen. Geh vor. Ich folge dir zum Haus deines Großonkels. Schnell. Ich habe so ein Gefühl, dass ich weiß, wo ich suchen muss. Aha, also du verlässt die Gruppe, damit ich dir jetzt folge, oder was? Du kannst ja auch vorlaufen, wenn ich in der Gruppe bin, Trottel. Ob es hier noch wieder Gegner gibt? Ich meine, wir haben jetzt ein neues Kapitel und in Gothic und in Risen 1 war es immer so, dass genau dann neue Gegner kamen. Und ich bin mal gespannt, wie sich das hier verhält. Hier haben wir schon neue gesehen, es waren jetzt nur ein paar. Verdammt, es muss doch hier irgendwo sein. Vielleicht ist es etwas mehr an der Küste. Ich weiß nicht. Mein Vater hat mir die Hochebene genau beschrieben. Aber das hier? Gehen wir weiter. Gut, versuchen wir es an der Küste, wie du gesagt hast. Folge mir, da hinten sieht es vielversprechend aus. Ach, jetzt läufst du doch zur Küste. Aber da ist nur ein Grab, oder? Das sieht zumindest aus wie so ein paar Gräber. Oder was soll das hier sein? Obwohl, das könnten doch Grundmauern sein, ne? So endet also meine Suche bei nichts weiter als einem Haufen Steine. Das ist es? Ja, der Ausblick auf die Berge, die Form des Landes. Alles genau so, wie es mein Vater mir beschrieben hat. War dein Vater schon einmal hier? Nein, er kennt dieses Land auch nur aus Erzählungen. Jedoch sind sie ziemlich präzise. Du darfst die Hoffnung niemals aufgeben. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Das sagt sich so leicht. Dein Verlust ist es ja nicht. Trotzdem danke für deine Hilfe. Wie auch immer, ich muss in die Zitadelle. Einer der dunklen Krieger muss doch noch etwas vom alten Randolph wissen und was mit seinem Land geschehen ist. Komm mit. Natürlich. Schließe ich mir trotzdem an. Na gut, ich versuche mal gerade was. Ich hoffe, das ist kein Fehler, aber wir haben ja noch eine Quest hier. Und ich versuche jetzt mal hier zu finden. Na gut, oder auch nicht. Ja, hier oben gibt es nämlich die nächsten. Die Geister, also die nächste Quest, die wir machen sollen. Das heißt, ich laufe einfach mal so dahin. Dann laufen wir halt zu Fuß dahin, wenn die Geister vor uns weglaufen. Ängstliche Viecher. Oh, guck mal, da oben kommt noch ein Lavastrom raus. Ich mag die Insel ja. Bis jetzt finde ich, ist Kalotte echt die Augenweide von Wissen. Drei, ist die schönste Insel hier. Ich weiß noch nicht mehr warum. Na gut, ich finde es ein bisschen mysteriös mit den ganzen Ruinen hier. Und die Abwechslung ist hier vor allem groß. Sehr groß sogar. So, ne, wir haben ja Lavaschluchten. Wir haben eigentlich fast alles hier.
Und ich weiß immer nicht, was sie von der Astralsicht halten sollen. Naja, macht ja auch nichts. Sie müssen jetzt eigentlich fast sogar schon da sein. In der Hütte sollen ja die geilsten Geister sein. Das heißt, ich ziehe schon mal die Sicht an. Oder das heißt, ich ziehe die Sicht an, ich mach sie mal an. So, die Frage, wie weit wir hier gehen müssen, damit wir die sehen. Hallo. Da unten ist ein Feuer. Jo, ich laufe mal normal darunter. Die waren ja hier überall auf der Insel verteilt. Das ist die Insel verteilt, also hier in dem Teil irgendwo verteilt. Oh, guck mal, Goldklee. Hier bei der Hütte. Zumindest sagt es die Quest ein bisschen aus. Achso, da sind Jäger. Einen haben wir ja schon. Überall auf Kalador ragt kalter Stein aus dem Boden. Und jetzt guck dir diese Hütte an. Gefällt sie dir? Eine Festung wäre mir lieber. Da läuft zum Beispiel einer rum, der uns nicht sehen darf, glaube ich. Und wir hängen natürlich fest. Da läuft noch einer rum. No, no. Wir hätten doch über Teleporter gehen können. Ach man. Ah, ist ja doof. Das ist kein Spiel zum Schleichen. Man merkt's, glaube ich. Es ist kein Schleichspiel. Vor allem, warum schreit er dann so wie ein Spieß? Kann ich mich hier irgendwo verstecken, als ich da an ihn rankomme? Ich glaube, da wo wir standen, war es eigentlich besser, ne? Ich jetzt hier mal. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, du apathischer Geist. Hat sie sich umgedreht? Nee, nee, der dreht sich nicht um. VR! Das will mich verarschen? Jetzt mal so als, das fiel mir jetzt gerade am ersten zu A ein. Muss ich ihn töten? Was muss ich denn mit ihm machen? Komm her, du Geist! Ich töte dich! Hier gibt es keine Aas. Das ist ein Baumstamm. So, lass mich mal gerade schauen. Kalador. Geisteraugen. Drake hat mich... Aha. Muss ich das so machen oder muss ich die antworten? Ich lade nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich die anquatschen muss oder ob ich die töten muss. Ich sehe die auch so. Warum soll ich da die Astralsicht benutzen? Verstehe ich nicht. Okay, wir müssen die umhauen, weil sonst passiert genau das und die laufen weg. Entschuldigung, dass ich so viel laden muss, aber ihr merkt, es macht so ein paar Probleme gerade. Endlich hat der Kampf ein Ende. Welcher Kampf? Jetzt hätte ich natürlich gerne mal ein Gewehr. Das macht es natürlich alles einfacher. So, da unten ist der nächste. Komme ich daran, ohne gesehen zu werden, nehme ich runter. Nein, ne? Scheiße, was soll das? Fast so gut wie ich. Du meinst, was? Der spricht noch mit uns? Ja.
Ja, irgendwie sehr seltsam, diese Geister hier. Kann ich die eigentlich mal mit dem Zauber umhauen? Mal so als blöde Frage. La, 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 la. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Ja, frag mich mal. Ich muss ihn wieder mal ganz kurz markieren. Geisteraugen. Seekarte. Auf der Insel sind jetzt noch drei. Also diese Insel da hinten, oder was? Ja gut, sonst ist sie ja keine Insel, ne? Sehe ich die von hier oben, dass wir uns besser anschleichen können? Vorne ist eine. Hehehehe. Oh. So, zwei Stück müssen hier noch sein. Ich hoffe, ich mache das total richtig. Oh, da kommt er ja. Serie Ise. Du stehst da oben schön rum, ne? Ja, ja, ja. Einer muss brutal sein, mein Freund. Gut, dass wir ihn auch durch die Sachen wählen können. So, ich hoffe, er sieht uns hier nicht. Ansonsten können wir immer noch schön wegschleichen. Scheiße, Mann. Ich habe alle Geister erwischt. Ich sollte zurück zu Drake gehen. Yay, das haben wir geschafft. So, wunderbar. Ich kümmere mich dann doch jetzt nochmal gute Flammen. Aha, die Plünderer müssen wir noch machen. Wo sind die? Ach, die sind an der Eisenmine, ne? Da müssen wir auch ohne Probleme hinkommen. Die ist ja hier überhalb der Taverne. Ja, ich mache jetzt erstmal hier so die Aufgaben, bevor wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Das spricht, dass wir dann über die Ostküste gehen und den Lavastrom. Denn da haben wir ja hier der Großteil der Insel quasi noch zu erkunden. Was Ähnliches wird wahrscheinlich auch auf Kieler passieren. Da haben wir auch noch den nördlichen Teil, glaube ich, war es komplett zu sehen. Aber das möchte ich wirklich als letztes machen. Immerhin war da ja Matt noch zu bringen. Außerdem können wir auch den Schatz bergen, weil der ist ja auch zufälligerweise hier. Es kommt quasi alles zusammen. Ich würde natürlich auch nochmal mit den Leuten hier sprechen und sagen, hey, du hast mal eine Quest für mich. Aber irgendwie möchte ich das nicht. So, wir müssen über den Friedhof wieder latschen. Da war ja was. Hallo, Ratte. Ah, komisch, dass wir die Geister auch so sehen können. Na gut, wir sahen sie jetzt durch Wände, aber ansonsten hat uns der Zauber jetzt nicht viel gebracht, finde ich, oder? Was meint ihr dazu? Schreibt nochmal in die Kommentare. Fand ihr das auch seltsam, dass wir den Zauber gar nicht braucht dafür? Ich meine, wir bekommen ihn ja extra dafür. Dann können wir uns auch so machen, dass man sie wirklich nur damit sieht. Aber naja. Tolles Versteck, Slane. Tolles Versteck. Es ist nicht gut. Na gut, aber ich meine, es ist eigentlich, wenn man mal so nachdenkt, es ist eigentlich ein super Versteck, ne? Ich meine, man läuft hier hin an so einem Weg, wo jeder vorbeiläuft. Und wenn man den gut versteckt, die er, das mich gebuddelt hat, das ist eigentlich super, ne? Glänzender Spiegel. Sehr praktisch, wenn ein Frisur stimmen soll. Eitler Ginskörner, pomadiger Shampoo, Puderdöschen und ein Liebesbrief. Anhängerversuch eines Casanovas. Also nur Schrott, oder was? Ich meine, da war jetzt kein Gegenstand aus der Sammlung dabei, oder? Nee. Toll, was macht eigentlich der Diamantenschleifer? Gut, dass ich da jetzt weggemacht habe und das nochmal sehen wollte. Härte. Ah, Stichwaffen plus 10. Hm, gut zu wissen. Ach, Edward, wo kommst du denn her? Aber dachtest du dir, ach komm, ich laufe mal die andere Seite lang. Dieser Weg ist ja total langweilig. Hey, eine Schaufel. Na du! Hey, Kleiner, das hier ist Privatbesitz. Wäre besser, wenn du deinen Hintern zurück in die Taverne schwingst. Da gibt's bestimmt eine Hure und ein kühles Bier für einen Typen wie dich. Aha. Das kaufe ich dir aber nicht ab. Privatbesitz? Das kaufe ich dir nicht ab. Ist aber so. Hab eine Urkunde. Ach, und wo? In meinem Arsch. Bevor wir die Viecher mit unserem Gelaber aufscheuchen, sollten wir uns besser von hier verziehen.
Ist nicht gerade sicher, hier zu quatschen. Ah, du gehörst nicht zufälligerweise zu einer Bande von Plünderern, oder? Du gehörst nicht zufällig einer Bande von Plünderern an? Nur weil ich meine Finger hier und da mal in alten Schutthaufen stecke? Ei? Ist ja wohl nicht verboten. Nein, ich bin ein ehrbarer Kerl. Warum glaube ich an das? Wo ist deiner Meinung nach denn sicher hier? Wo ist es deiner Meinung nach denn sicher? Ich kenne ein gutes Versteck ganz in der Nähe. Da bist du geschützt und läufst nicht Gefahr, als Futter zu enden. Und warum bist du nicht in der Taverne? Warum bist du nicht in der Taverne? Quatschen wie die Waschweiber liegt mir nicht sonderlich. Kann mir eigentlich auch egal sein, was mit dir passiert. Meins ja nur gut mit dir. Na gut. Bring mich zu deinem Versteck. Alles klar. Hab auch sicher noch was zu fressen für dich. Soll ja keiner behaupten, ich hätte keine Manieren. Warum glaube ich dir nicht? Und du läufst natürlich genau da rein. Na dann. Du willst mir wohl alles aufs Maul hauen. Aus dieser Mine. So, wir sind fast da. Nur noch ein Stück. Ja, dann lass uns weitergehen. Gut, dann lass uns weiter. Kannst es kaum erwarten, was? Dann mal weiter. Ja, ich kann es kaum erwarten, dir aufs Maul zu hauen. Und wie schön unser Schwert hier leuchtet. Ah, herrlich. Aha, da sind die anderen. Jo, klar. So, da sind wir. Schön weit weg. Und das Beste ist, niemand wird dich hier schreien hören. Warum war mir das jetzt klar? Warum war mir das jetzt klar? Noch immer eine große Fresse, wie? Aber Maulhelden wie dir werde ich sie schon noch stopfen. Hättest du deinen Arsch zurück in die Taverne bewegt, würdest du jetzt nicht in der Scheiße sitzen. Und jetzt zieh deine Waffe, Würstchen. Jetzt zeige ich's dir! Ha! Ja, ihr könnt mich mal! Und zack! Hasenfuß! Und wieder Hasenfuß! Du bist der Hasenfuß hier, ich geb dir gleich Hasenfuß. Ja, einer ist schon tot. Du auch. So, der Plünderer ist doch dran. Die Prüfung der Gerechten. Tja, das war's mit euch, ihr Mistkerle. Heilen kann ich mich gerade nicht, dann essen wir ein bisschen Proviant, das sollte ja reichen. Ich meine, wir haben ja noch nicht so viel, ne? Plünderer liegt hier tot rum, Leute liegt hier tot rum, altes Wissen hat er sogar. Und er liegt ja auch noch rum. So, haben wir das auch geschafft? Wer hat uns die denn gegeben? Kuh, Klappe zu Affe tot, Garcia ist der Stärkste auf Gila. Bones Versteck war auf Antigua, auf Takarigua. Sehnstaub für Edward, Pattys Anheuer. Na gut, wir brauchen erstmal das Schiff. Das werden wir auch noch hier machen. Grüne Flammen, Moorholz und Geisteraugen. Ich glaube, er hat uns auch die Quest gegeben mit den Plünderern, ne? So, jetzt müssen wir auch reisen. Yo. Das geht natürlich schneller als laufen. Das wird natürlich auch für die fürs Let's Play angenehmer. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Yo, Porter. Ich hätte gerne die Rüstung, die sie tragen. Die Plünderer werden keinen Ärger mehr machen. Oh. Ich hoffe, in Zukunft halten sich die Geier von der Eisenbucht fern. Gut, dass du ein Kerl bist, der die Dinge angeht. Hier, das ist für dich. Danke. 100 Gold, na gut, ist jetzt nicht so viel, aber immerhin, ne? Henrik, Winter, die hatten alle nichts mehr zu tun, ne? Aber du... Die Geister sind alle tot. Die Geister sind alle tot. Sehr gut. Ich konnte ihre beim Sterben freigesetzte Energie mit meinem Ritual einfangen. Es ist mir gelungen, einen Zauber aus dieser Kraft zu formen. Mit diesem kannst du selber einen Krieger beschwören, der an deiner Seite kämpft. Ich kann dir leider nicht versprechen, was für einen Begleiter du an deine Seite bekommst. Dieser sollte aber in jedem Fall nicht so zerbrechlich sein wie die, die ich im Eisenwald beschworen habe. Sehr gut. Ich möchte einen Krieger beschwören können. Ich habe es geschafft, aus den Geisteraugen, die du mir gebracht hast, einen Zauber zu machen, der dir einen Begleiter erschafft. Er wird für eine gewisse Zeit an deiner Seite sein, dich beschützen oder unterhalten. Was auch immer du möchtest. Sehr interessant. Kannst du mir noch was beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen?
Schattenjäger lernen. Versuche zusätzlich Schaden gegen Dämonen. Ich möchte mehr Schaden gegen Dämonen verursachen. Okay. Das ist alles? Armbrüste Medico steigern, aha. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Natürlich, kein Problem. Jo, danke. Noch mehr brauchen wir Härte 70. Unverwüstlich. Okay. Aha, die macht der Runen-Magie-Talent steigert sich um 10 pro Stufe. Ich möchte die Runenmagie besser beherrschen. Okay. Das ist alles, was du zu sagen hat, unverwüstlich. Runenmagie steigern, noch mehr, okay. So gut bin ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich fehlt uns noch Geist auf 30. Magie 70, Kampfmagie. Die fliegt stärker durch deinen Körper. Du kannst zusätzliche Attacken in deine Combo-Attacke einbauen. Oh, sehr schön. Zeig mir, wie ich einmalig nutzbare Sprüche herstellen kann. Okay. Ach, das ist alles? Na dann. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Wollen wir noch 15.000 Gold? Das ist ja mal was, ne? Attribute. Ich mach Geist auch mal auf 30. Und Magie würde ich gerne auch noch steigern. Deswegen spare ich mir das erstmal so. Hey! Was war das? Magie. Meistermagier lernen. Dein Körper erholt sich nach einer Anwendung Magie schneller als bei anderen Menschen. Der Kuhdaum sinkt. Ich möchte meine Zauber schneller wieder einsetzen können. Okay. Okay, was brauchen wir sonst noch? 80, 60. Ja, das ist mir zu viel erstmal. Habe ich mit dir eigentlich schon gesprochen? Das ist schwer mit dir zu sprechen, mein Freund. Mentaler Griff. Ich möchte einen mentalen Griff ausführen können. Der Zauber war eine gute Wahl. Okay, Astralsicht lernen. Blick des Blutes. Dieses Astralsicht macht alle Arten von Lebewesen sichtbar. Der Zauber war eine gute Wahl. Blick des Kämpfers. Zeigt alle Arten von Waffen an. Der Zauber war eine gute Wahl. Aha, es rollt sich alle Arten von Fallen, okay. Der Zauber war eine gute Wahl. Der Zauber war eine gute Wahl. Na gut, das ist jetzt nur Geldverschwendung, aber wir machen es trotzdem mal. Ich bin jetzt bei euch. Ich gehöre jetzt zu euch. Schön für dich, aber warte mal. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Aha. Im schwarzen Land hier auf Kalador haben wir einige merkwürdige Quarze gefunden. Vielleicht gibt es auf anderen Inseln noch mehr dieser Quarze. Wenn du welche davon findest, bring sie zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen dafür. Aha. Wofür brauchst du denn die Quarzen? Wofür brauchst du die Quarze? Wir vermuten, dass diese Quarze die Kraft haben, das dunkle Land aufrechtzuerhalten. Durch das Entfernen dieser Kristalle erhoffen wir uns, dass sich das dunkle Land nicht weiter ausbreitet. Außerdem glaube ich, dass Quarze mit so einer Kraft für den einen oder anderen eine Menge wert sind. Was heißt denn angemessene Bezahlung? Ich werde dir jeden einzelnen Quarz abkaufen. Außerdem werde ich dich extra belohnen, wenn du mir viele unterschiedliche Quarze bringst. Mindestens 3 unterschiedliche Sorten sollten es schon sein. Vermutlich musst du dafür auch auf anderen Inseln suchen. Ich würde mir die dunklen Länder hier auf Kalador, Taranis und Kila mal genauer anschauen. Na gut, hier hast du was. Ich habe Quarze für dich. Dann zeig mal, was du hast. Schattenquarz? Danke. 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 Zeig mir deine Waren. Zeig mir deine Waren. Nichts lieber als das. Schattenspiel. Aha, 40 bis 80. Weltenspalter. Schattenspiel. Brauchen wir 45 bis 85. Okay, ist nicht so gut wie mein Schwert, ne? Aber immerhin, wäre mal interessant. Schwarzer Wettermantel, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Wäre mal interessant gewesen, aber jetzt ist das nicht mehr. Uralterring, Astralsicht, Alchemie, Runenmagie, der war natürlich super. Falls wir den sogar schon haben. Naja, wie viel Gold haben wir denn jetzt für die ganze Sichte? Was hat mir das denn gekostet? Ah, komm, ich habe noch so viel Geld, ich lasse das einfach mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir die ein oder andere nächste Quest angehen. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.